Die EU macht ja auch Druck, ein eigenes Militär aufzubauen. Erst vor kurzem hat der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten einen entsprechenden Bericht abgesegnet. Änderungsanträge dazu wurden abgelehnt. Wie wird sich das jetzt entwickeln? Wird es eine europäische Wehrpflicht geben? Davor warne ich, ja. Insbesondere als Vertreter eines neutralen Staates. Aber es zeigt ja auch ziemlich deutlich, was von den ganzen Phrasen vom Friedensprojekt Europa zu halten ist. Ja, wenn dieses Friedensprojekt bereits Militär braucht, um auch sogar gegen die eigenen Bürger eingesetzt zu werden, gibt es ja diese Eurogent Force in Italien beheimatet, wo sogar gegen die eigenen Bürger diese Truppen eingesetzt werden können. Dann zeigt es doch, dass das Geschwafel vom sogenannten Friedensprojekt Europa in Wirklichkeit das Papier nicht wert ist, wo das draufsteht. Ja? Das heißt, wenn man am Frieden in Europa interessiert ist, dann muss man dafür sorgen, dass soziale Gerechtigkeit hergestellt wird. Das hat man aber durch die gesamten Liberalisierungen der letzten Jahrzehnte eben verspielt. Insbesondere auf dem Kapitalsektor, wo es überhaupt keine Regeln mehr gibt vor lauter Liberalisierung. Und die Zeche zahlen die Ärmsten und die Armen und irgendwann einmal werden die sich zur Wehr setzen und dann braucht man natürlich Militär. Und davor warne ich. Ja? Und deswegen bin ich auch ganz, ganz entschieden auf der Seite der Bürger und gegen ein Militär. Diese Europäische Union darf kein eigenes Militär bekommen. Die Mitgliedstaaten haben Militär genug und es wird auch in Zukunft hoffentlich so sein, dass dieses Militär, das wir schon haben, genügt. Noch ein Punkt zur Außenpolitik der Europäischen Union. Der Europäische Auswärtige Dienst, der sich im Aufbau befindet, der soll erweitert werden, vergrößert werden. Botschafter im Namen der EU sollen, die Missionen der EU sollen wachsen. Was wird aus österreichischen Botschaften, aus nationalen Botschaften, aus italienischen Botschaften in den anderen Ländern, wenn es EU-Botschaften gibt? Ja, das gibt ja die Idee, dass quasi die Mitgliedsländer ihre Botschaften schließen und dann nur mehr durch die EU repräsentiert sind. Also das hat auch meine Unterstützung nicht, das sage ich auch ganz offen. Zumal diese ganzen außenpolitischen Dienste der Europäischen Union unter der Frau Ashton ja gar nichts zustande bringen. Sie bringen ja wirklich nichts zustande. Wo sie sich einmischen, produzieren sie nur Verwirrung und hinterlassen im Grunde sogar noch Chaos, ja. Sodass ich also schon glaube, dass wir Österreicher gut beraten sind, unsere bewährten diplomatischen Dienste zu erhalten und nicht diesen unsinnigen diplomatischen Dienst der Frau Ashton noch weiter aufblähen zu lassen. Die hat keine stringente Linie. Ja, die Frau Ashton hat ja bisher schon gezeigt, dass sie mit allem, was sie bisher gemacht hat, noch mit absoluter Sicherheit und treffsicher daneben gelegen ist. Sie hat nichts vorzuweisen. Sie hat keinen einzigen wirklichen außenpolitischen Erfolg vorzuweisen. Das werden wir im Zuge des EU-Wahlkampfes ja dann, glaube ich, mit allen diskutieren müssen, die diese Frau Ashton, Baroness Ashton, erfunden haben. Die wird dann erklären müssen, wo ihre außenpolitischen Erfolge sind. Und die sind schlicht und einfach nicht vorhanden. Die Baroness als Sozialistin, dann trotzdem hat sie sich adeln lassen. Ja, das sind wir die ganz Lieben. Das merken wir hier im Parlament ja auch, dass die Sozialisten das größte monarchische, ersatzmonarchische Gehabe haben. Wenn ich mir anschaue, wie sich der Herr Präsident Schulz jedes Mal im Parlament von livrierten Dienern mit weißen Handschuhen ankündigen lässt und sich dann seinen Sessel wie einen Thron unter den Hintern schieben lässt, dann ist das am Rande der Lächerlichkeit. Das heißt, wenn Sozialisten beginnen, ersatzmonarchisches Gehabe zu haben oder sich als Aristokraten aufzuspielen, dann wird das Ganze besonders lächerlich. Nochmal zum Auswärtigen Dienst. Österreich geht zumindest von außen gesehen dann irgendwann quasi in die EU auf, wenn sie keine Botschaften mehr haben. Können Sie Spinlegger und Co. nachvollziehen, dass die so etwas zulassen? Ja, Spinlegger macht ja keine eigene Außenpolitik. Spinlegger erkundigt sich ja nur mal bei Westerwelle in Deutschland, was er tun soll. Das ist ja auch etwas, wo ich bedauere, dass wir die ehemals eigenständige, durchaus geachtete, international geachtete österreichische Außenpolitik, die es zumindest in den 70er Jahren noch gab. Ja, das ist zumindest eine der positiven Seiten der Außenpolitik Bruno Kreiskys gewesen, der noch eine eigenständige österreichische Außenpolitik betrieben hat. Das ist nicht mehr vorhanden. Er hängt sich entweder an Westerwelle in Deutschland an, erkundigt sich bei der Frau Merkel, was er tun soll, oder er macht überhaupt das, was die Mehrheit im Rat schon beschlossen hat.